Du hast deine Uni-Kennung aktiviert und das dazugehörige Passwort angelegt? Dann kannst du jetzt in DigStu deine Studienbescheinigungen runterladen. Dort loggst du dich ab jetzt mit deiner Uni-Kennung ein, nicht mit dem Bewerbungslogin. Deine Uni-Kennung musst du hier in DigStu immer klein schreiben. Dann gelangst du direkt zum E-Studierenden-Service. Hier kannst du selbstständig Anträge stellen, deine Adresse ändern und verschiedene Studienbescheinigungen runterladen. Dein Dokument für das BAföG-Amt findest du unter Bescheide. Was du sonst noch für dein Studium an der HHU brauchst, erklären wir dir im Video Checkliste für den Studienstart.